Ich glaube ja, dass sich bis dahin doch die ganze Epidemie entweder abflacht oder es wirkungsvolle Impfungen oder Medikamente gibt. Das schaut alles sehr positiv aus. Ich glaube, dass der Mai-Termin der gute Termin ist, den wir anpeilen sollten. Und wir müssen ja jetzt einen Tag quasi nach Veranstaltungsende bereits mit der Planung für die nächsten Veranstaltungen im Mai nächsten Jahres beginnen. Wir brauchen wieder hochkarätige internationale Vortragende, um einfach dieses Niveau weiterzuentwickeln und die Plattform als die Gesundheitsplattform für Österreich zu etablieren.